Mein Name ist Stefan Ostermeier und ich möchte Sie begrüßen zu unserem Spirit-Webinar Pläne und Drucklayouts. In diesem Webinar lernen Sie die Vorzüge von Plänen kennen und wie Sie mit Drucklayouts die Planausgabe einfacher gestalten können. Abschließend werden wir noch einen kurzen Blick auf den Druckmanager werfen. Zunächst zum Thema Pläne. Was sind Pläne? Ein Plan besteht in erster Linie aus einer Folienzusammenstellung. In einem Plan werden folgende Einstellungen gespeichert: die Folienschaltung, der aktuelle Ausschnitt der Zeichenfläche, der Maßstab der Darstellung, die eingestellte Architekturdetaillierung, die Einstellung der Ansicht, Standard oder Layout, die ausgewählte Stiftpalette sowie der Plotmaßstab. Pläne bieten also eine einfache Möglichkeit, einen bestimmten Ausschnitt der Zeichenfläche und eine bestimmte Folienschaltung jederzeit schnell aufrufen zu können. Dabei ist es egal, ob ich klassisch meine Zeichnungselemente in einer Ebene auf meiner großen Zeichenfläche verteile oder ob ich im Architektursystem arbeite, wie hier in unserem kleinen Beispiel, und hierbei die verschiedenen Ebenen und Zeichnungselemente übereinander angeordnet sind. Wir möchten an diesem einfachen Beispiel nun kurz die verschiedenen Geschosse in einzelnen Plänen ablegen. Pläne können entweder über den andruckbaren Dialog Pläne aufgerufen werden oder über den Menüeintrag Pläne Präsentation. Dort finden Sie die entsprechende Funktion. Sollte der andruckbare Dialog Pläne bei Ihnen nicht sichtbar sein, kann dieser Dialog über den Menüpunkt Fenster andruckbare Dialoge aktiviert werden. Im Dialog bzw. in der Planliste werden alle vorhandenen Pläne aufgelistet und ich kann an dieser Stelle einfach zwischen verschiedenen Plänen hin und her wechseln. In den Standardvorläufen sind bereits exemplarisch Pläne angelegt. Diese können jederzeit überschrieben oder gelöscht werden. Es ist auch möglich, eigene Planvorlagen in Ihren eigenen Vorlaufzeichnungen zu erzeugen. Um neue Pläne anzulegen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag Neuer Plan im Menü oder das entsprechende Icon im Pläne-Dialog. Ebenso ist es hier möglich, Pläne umzubenennen, zum Beispiel über den Eintrag Planname im Menü oder über einen einfachen Klick in der entsprechenden Zelle in der Tabelle. Um diese Pläne zu aktualisieren, legen wir zunächst die entsprechenden Einstellungen fest. Das heißt, wir aktivieren die Folien, die sichtbar sein sollen,
Wir wählen eine Architekturdetaillierung und einen Plotmaßstab sowie die passende Stiftpalette. Können jetzt noch den Bildausschnitt anpassen und können dann den entsprechenden Plan über das Icon im Dialog oder auch über die entsprechende Funktion im Plänemenü aktualisieren. Wir führen dies schnell an unserem Beispiel für vier Geschosse durch. Und jetzt stehen uns diese vier Pläne zur Verfügung und wir können schnell zwischen diesen vier Geschossen hin und her wechseln. Sollten weitere Folien hinzugefügt werden müssen, ist dies jederzeit möglich und der entsprechende Plan kann aktualisiert werden. Ebenso habe ich die Möglichkeit, an dieser Stelle Zeilen zu löschen. Sollte ich irgendeinen Plan nicht mehr benötigen, kann ich diesen an dieser Stelle entfernen. Auch habe ich die Möglichkeit, die Reihenfolge der Pläne zu ändern, indem ich einzelne Zeilen nach oben oder nach unten verschiebe. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es auch möglich ist, eine Parallelprojektion als Plan abzuspeichern, wenn wir hier entsprechend das Dachgeschoss einmal eindrehen, haben wir die Möglichkeit, das 3D-Modell entsprechend zu überschreiben. Wir können aber auch ein bereits abgespeichertes 3D-Modell laden. Hier ist also die Möglichkeit, die Planfunktion auch für eine 3D-Darstellung zu nutzen. Sie sehen, im Pläne-Dialog können noch weitere Informationen hinterlegt werden. Ich habe die Möglichkeit, eine Plannummer einzutragen, einen Planindex. Ich kann hier auch noch mehr Informationen zu einem Plan hinterlegen und mir anzeigen lassen. Hierzu kann ich entweder auf Vor bereitete Layouts zugreifen, die mir noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zu dem Plan und zu den Plänen ausgeben. Ich kann diese Darstellung aber auch entsprechend anpassen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mit diesen kleinen Feldern zusätzliche Einstellungen einblenden zu lassen oder auch Einstellungen ausblenden zu lassen und mir so die Anzeige dieser Tabelle nach meinen Wünschen anzupassen. Diese Einstellungen kann ich auch dann entsprechend speichern. Ich kann vorhandene Einträge überschreiben, kann eigene Layouts anlegen und kann jederzeit auf diese Layouts zugreifen.
An dieser Stelle möchte ich auf eine Sonderform des Planes hinweisen, den sogenannten Planausschnitt. Planausschnitte können über dieses Icon im andruckbaren Dialog Pläne erzeugt werden. Mit dem Planausschnitt wird ein Plan definiert, der immer denselben Bereich der Zeichenfläche darstellt, auch wenn später der Maßstab dieses Planes abgeändert werden soll, wenn er zum Beispiel in einem Drucklayout abgesetzt wird. Mehr dazu werden wir gleich beim Thema Drucklayouts sehen. Wenn ich einen neuen Planausschnitt definiere, wähle ich einen Bereich meiner Zeichenfläche, der in dem Planausschnitt angezeigt werden soll. Hierbei wird ein Raumclip abgesetzt. Ich muss dann nach Definition des Bereiches dem Planausschnitt einen Namen geben. Dieser Planausschnitt taucht dann in meiner Planliste auf. Sobald dieser Planausschnitt aktiviert wird, wird ein Raumclip aktiviert und große Teile der Zeichenfläche werden ausgeblendet. Um diesen Raumclip wieder zu deaktivieren, wählen Sie einfach einen anderen Plan aus Ihrer Liste aus und dieser Raumclip wird wieder deaktiviert. Planausschnitte erkennt man anhand ihrer eigenen Kategorie in der Liste der Pläne. Kommen wir jetzt zu den Drucklayouts. Drucklayouts bilden eine weitere Sonderform der Pläne. Drucklayouts bieten in Kombination mit der Referenztechnik eine einfache Möglichkeit, um Ausdrucke zusammenzustellen. Um ein neues Drucklayout hinzuzufügen, wählen Sie die entsprechende Funktion im Plänemenü. Oder öffnen Sie den andruckbaren Dialog Drucklayouts und wählen hier das entsprechende Icon. Auch hier wieder der Hinweis, wenn der andruckbare Dialog Drucklayouts nicht aktiviert sein sollte, kann das über Fenster andruckbare Dialoge Drucklayouts nachgeholt werden. Wenn wir ein neues Drucklayout hinzufügen, ist es zunächst notwendig, einen Namen für dieses Drucklayout zu definieren. Beachten Sie hierbei die zusätzliche Option Neue Folie im Spirit-Menü. Ist diese Option aktiviert, wird eine eigene Folie mit dem Namen des Drucklayouts angelegt. Auf dieser Folie werden die Elemente des Drucklayouts zusammengestellt und später dort platziert. Wenn wir den Namen des Drucklayouts festgelegt haben und diesen mit der Eingabetaste bestätigen, werden wir im Unterschied zum Plan dazu aufgefordert, an dieser Stelle einen Drucker und ein Blattformat zu definieren. Sobald wir dieses Blatt definiert haben, erhalten wir eine Vorschau und die angelegte Folie zu diesem Drucklayout wird aktiviert. Auf dieser Folie können wir jetzt Layout-Elemente des zu erzeugenden Planes ablegen, wie zum Beispiel Planrahmen, Plankopf oder andere Layout-Elemente.
Zeichnungsinhalte können wir jetzt über bereits definierte Pläne hinzufügen. Hierzu rufen wir zunächst den andruckbaren Dialog Pläne auf und können jetzt mit gedrückter Maustaste die hier definierten Pläne in der Zeichnung absetzen. Auf diese Weise ist es sehr einfach möglich, verschiedene Grundrisse oder auch Grundrisse und Ansichten auf einem Plan zu layouten, zu positionieren. Zum Beispiel auch, wie jetzt hier unser Eckdetail, einen Planausschnitt und diese Elemente in unterschiedlichen Maßstäben darzustellen. Da hier die Referenztechnik eingesetzt wird, werden Änderungen in der Zeichnung automatisch in das Layout übertragen, ohne dass das Layout selbst später erneut angepasst werden muss. Es besteht sogar die Möglichkeit, Pläne aus anderen geöffneten Zeichnungen in solch einem Layout abzusetzen. Im Dialog Pläne gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, die die Pläne aller geöffneten Zeichnungen darstellt. Und hierüber wäre es jetzt möglich, auch einen Plan aus einer anderen Zeichnung in dieses Layout zu übernehmen. Da diese Elemente auf der Folie abgelegt werden, ist ein Aktualisieren nicht zwingend notwendig. Dies wäre nur dann notwendig, wenn ich zum Beispiel das Blattformat des Drucklayouts anpassen muss. Abschließend möchten wir noch einen kurzen Blick auf den Druckmanager werfen. Der Druckmanager kann über den Menüpunkt Datei oder über das Menü Pläne Präsentation aufgerufen werden. Beim Öffnen des Druckmanagers werden alle aktuell geöffneten Zeichnungen gespeichert. Dies ist notwendig, weil der Druckmanager auf die gespeicherten Zeichnungsdaten zugreift, um die Pläne entsprechend ihren Einstellungen auszugeben. Mit dem Druckmanager haben Sie die Möglichkeit, sogenannte Druckjobs zu erstellen, mit denen automatisiert mehrere Pläne oder mehrere Varianten desselben Planes entweder zu einem Drucker oder zur Archivierung in ein bestimmtes Dateiformat abgelegt werden können. Im Druckmanager sehen Sie zunächst zwei Bereiche. Im oberen Bereich werden eventuell bereits vorhandene Druckjobs angezeigt. Sollten hier bereits Druckjobs vorhanden sein, können auch nicht mehr benötigte Druckjobs an dieser Stelle gelöscht werden. Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, über Datei auswählen oder aktuelle Zeichnung hinzufügen, Zeichnungen in den Druckmanager zu übernehmen.
In der Tabelle erscheinen jetzt alle in den ausgewählten Zeichnungen angelegten Pläne und Drucklayouts. Auch die Ansicht dieser Tabelle kann angepasst werden. Ich habe die Möglichkeit, zwischen vordefinierten Layouts zu wählen, entsprechend der gewünschten Ausgaben, die ich plane. Ich kann aber auch einzelne Spalten ein- oder ausblenden, wenn ich zum Beispiel keine Ausgabe zu PNG oder zu Bitmap wünsche, könnte ich hier diese beiden Spalten entsprechend entfernen und könnte auch hier dieses Layout unter meinem eigenen Namen abspeichern. Nun habe ich die Möglichkeit, im Druckmanager festzulegen, welcher Plan aus meiner Zeichnung ausgedruckt werden soll oder als PDF oder Bilddatei veröffentlicht werden soll. Ich habe die Möglichkeit, bei der Ausgabe in eine Datei das Zielverzeichnis zu definieren und ich habe die Möglichkeit, den Dateinamen, der beim Speichern in dem Zielverzeichnis vergeben wird, hier festzulegen. Ebenso habe ich die Möglichkeit, die Anzahl der Ausdrucke gegebenenfalls zu definieren und kann diese getroffenen Einstellungen dann als Druckjob abspeichern und dieser Druckjob erscheint dann in meiner Auswahlliste. Und hier drüber kann ich jederzeit diesen Druckjob auch wieder aufrufen, gegebenenfalls anpassen oder jederzeit ausführen lassen. Das Ausführen des Druckjobs erfolgt über den Befehl Drucken. Und auf diesem Wege werden die entsprechenden Pläne entsprechend den vorgegebenen Optionen und Einstellungen ausgegeben. Nun sind wir am Ende des Webinars Pläne und Drucklayouts angekommen. Ich hoffe, es war informativ. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, auf Ihr Feedback und wir hören uns bzw. Sie hören uns wieder im nächsten Webinar.